Machen wir mit einem dieser Spiele weiter. Stabber nennt sich das Ganze. Und in dem Game geht es auf jeden Fall um Linien und Unity. Denn Unity, also mit Unity wird das Spiel gemacht. Und das ist tatsächlich schon was sehr, sehr Interessantes und vielleicht auch sehr, sehr Gutes. So, und verwinkelt, damit geht's los. Füllt ihr Raster ganz aus. Immer zuerst. Die oberste Farbe muss zu jedem Quadrat passen. Okay. Okay, so schwer ist es noch nicht. Es wird aber. Ein Tutorial. Natürlich kein Beispiel mehr. Jetzt muss man so ein bisschen mitdenken und auch ein bisschen überlegen. So schwer kann es ja nicht sein und auch nicht werden. Hoffe ich zumindest. So, Moment, So. Damit haben wir alle geschafft und wir gehen weiter in 3x3. Dreimal drei schon, man merkt's, ein bisschen schwieriger. Und auch vielleicht ein bisschen entspannter.
Zur Entspannung am Sonntagabend. Einfach mal den Klängen lauschen. Richtig, ne? Ja. Okay. Moment. Entschuldigung, raus wollte ich nicht. Also, wir brauchen hier oben. Den. Nein. Du. Gelb. Genau. Nee, gar nicht wahr. Mensch, war das zerpflückt. So, schönes Wort dafür. Okay. Alles nacheinander und dann hat man es dann doch irgendwie so ein bisschen richtig vielleicht im Kopf. Ich war richtig, ich habe den einen falsch gemacht.
Ich habe den einen falsch gemacht. Muss der gelb sein? Musste gelb sein. So. Weiter geht's. In diesen 3x3. Weitere Farbe dazugekommen. Ist vielleicht noch gerade leicht, danach wird's natürlich, wie soll's auch anders sein, natürlich schwer. Nee, das geht ja nicht. Das geht doch nicht. Moment, Moment, Moment. Genau. Also mache ich... Okay, im Moment müssen wir die nochmal zurückziehen. Okay, wir haben gesehen, dass der dann da falsch lag, als ich den hochgezogen habe. Das heißt, ich müsste den als erstes... Nee. Den. Das ist nicht ganz richtig. Also, es wird schon im Kopf ein bisschen schwer, ein bisschen hier mitzudenken. Und das an einem Sonntag. Eieieiei.
So. Also. Warte mal, die müssen dann kommen. Ich muss das mal kurz ausprobieren. Genau. Das heißt, der muss blau sein und die Linie muss blau sein. So wie die. Okay. Schönes Spiel möchte ich euch eigentlich ungern zeigen, denn es geht auch in Set 2 fleißig so weiter und schaut's euch doch selber einfach mal so ein bisschen an. Falls ihr so wunderschöne Musik liebt, um entspannt jetzt vielleicht runterzukommen, Strata, schaut's euch gerne an und mit diesen Worten hören wir für heute auch auf und hören uns nächste Woche wieder hier in ePlay Live mit coolen Spielen. Also wir sehen uns nächste Woche. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.